2016 haben meine Beine so ausgesehen. Und 2022 sah das Ganze so aus. Vermutlich denkst du dir jetzt, für solche Beine brauche ich ein ganz kompliziertes und verstricktes Training. Aber heute zeige ich dir das Gegenteil. Ich zeige dir mein Basic Beinworkout, welches ich seit über einem Jahrzehnt durchgezogen habe, um solche Beine aufzubauen. Das Gute ist, Beintraining gehören mittlerweile auch zur Norm. Früher galt die Ausrede, ich trainiere Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Doch irgendwie geht keiner mehr in den Club. Außerdem entsteht immer noch ein Bild von Beintrainings, dass die ultra anstrengend sein müssen und ins Versagen gehen müssen, und das stimmt auch. Aber sie müssen eben nicht kompliziert sein. Und ich sage euch schon mal eins vorweg, ich habe diese Beine erreicht, ohne in einen Eimer zu brechen. Genug geschnackt, wir gehen auf ins Training. Um das Maximum rauszuholen, starten wir mit einer komplexen Übung. In dem Fall ist es eine Pendulum-Squat. Wir haben mehrere Gelenke involviert, wie zum Beispiel das Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, und haben somit am Anfang des Trainings schon die riesige Chance, Kraft aufzubauen und dementsprechend auch Muskeln aufzubauen. Alternativ dazu führe ich auch gerne die Hackenschmidt-Kniebeuge aus oder Kniebeugen in der Multipresse oder, wenn es mal sein muss, auch eine Kniebeuge frei. Und Kniebeugen waren früher immer so der heilige Gral im Bodybuilding. Wenn man die nicht gemacht hat, dann baut man keine Beine auf, aber das ist natürlich Schwachsinn. Ich persönlich bin ein Riesenfreund von Maschinen, vor allem wenn es um die Beine geht. Je besser die Variation an Beinmaschinen, desto mehr Spaß macht das Training. Und bevor wir mit den Arbeitsgewichten starten, natürlich ausreichend aufgewärmt sein, aber nicht so viel, dass ihr ermüdet seid. Und das Ganze auch immer individuell betrachten. Ein bisschen Hüftkreisen, ein bisschen Knie warm machen, in die Beuge gehen, so ein paar leichte Übungen machen, die so ein bisschen Blut reinbringen, aber den Muskel nicht belasten. Und denen würde ich komplett vermeiden. Es waren hier auch 3 Arbeitssätze von 6 bis 10 Wiederholungen. Im ersten Satz wirklich so viel Power wie möglich. Da mag ich auch die niedrigen Wiederholungsanzahlen sehr, sehr gerne. Sie müssen sich aber gut für euch anfühlen, deswegen da immer gerne variieren. Und im Laufe der Sätze werde ich auch etwas leichter, weil ich natürlich den gleichen Reiz mit dem gleichen Gewicht nicht nochmal schaffen kann. Bei so einer komplexen Übung muss man auch erstmal lernen, richtig ins Versagen zu gehen, denn die meisten hören natürlich dort auf, wo die Komfortzone anfängt. Und ich sage euch eins, arbeitet an der Intensität, im Effort-Sinne. Also quasi gebt richtig Gas und lasst den Muskel wirklich spüren, dass es einen Reiz geben soll, dass ihr Muskeln aufbauen wollt. So, Übung Nummer 2, wir machen die Beinpresse. Auch hier sind es wieder 3 Arbeitssätze, die wir machen. Im Vierersplit ziehen wir auf jeden Fall die 3 Sätze durch. 2 wären mir zu wenig, dafür sind die Pausen zu den nächsten Trainings einfach viel zu lang. Und hier ist einmal wichtig zu unterscheiden, eine Beinpresse ist nicht das gleiche wie eine Pendulum, wie eine Hackenschmidt, denn wir haben eine andere Bewegungsart. Bei einer Beuge haben wir einen aufrechten Oberkörper und bewegen ebenfalls unsere Hüfte mit nach hinten, aber bei der Beinpresse haben wir die Hüfte eigentlich fix und versuchen wirklich viel aus der Beinmuskulatur zu arbeiten. Deswegen macht es schon Sinn, nach einer Kniebeug-Variante eine Beinpresse zu involvieren, aber nach einer Pendulum würde zum Beispiel eine Kniebeuge nicht so viel Sinn machen. Wir wollen schließlich nicht zweimal das gleiche machen. Während der Übung auch wichtig, zieht euch in den Sitz rein. Das hilft euch ebenfalls, den Po am Polster zu lassen, und achtet dabei auf jeden Fall nicht auf meinen Trizeps. Macht es nicht. Bei der Beinpresse ist die Fußposition besonders wichtig. Wenn ihr die Füße zu weit nach oben habt, habt ihr zu viel Beinbeugebelastung. Deswegen etwas weiter runterschieben und achtet darauf, dass ihr euer Knie wirklich beugt, damit ihr auch wisst, dass ihr im Quadrizeps landet. Und wenn ihr eure Füße zu weit oben platziert, habt ihr natürlich eine Menge Gewicht, das ihr bewegen könnt, aber es kommt immer nur prozentual wenig Fokus auf den Quadrizeps. Deswegen immer schön das Knie beugen und die Beine schön ranbringen. So, Übung Nummer 3, RDLs. Auch hier wieder 3 Sätze. Wir machen 6 bis 10 Wiederholungen und versuchen uns nicht zu verletzen. Schwer. Ab. So, irgendwo verlässt jeden mal seine Griffkraft. Versuch Nummer 2. Und keine Sorge, in der Regel verletzt man sich hier nicht, aber es kann auf jeden Fall schon ziemlich schwer werden. Deswegen immer schön langsam an das Gewicht heranarbeiten. Dann Kreuzheben allgemein durch den Gluteus, durch die Beine rückseitig und den Rücken, kann man sehr schwer ausführen. Deswegen sollte man sich daran gewöhnen, mit einer sauberen Ausführung langsam Progression zu machen. Und kleiner Tipp zu Zughilfen, erst dann verwenden, wenn ihr sie wirklich braucht, denn jede Wiederholung baut trotzdem Kraft und Muskulatur und Ausdauer im Unterarm auf. Also ich merke teilweise gar nicht, dass ich so stark geworden bin über die Jahre, weil ich Zughilfen so stark meide. Aber bei 1, 2 Wiederholungen im Arbeitssatz, da ist es ein No-Brainer, da braucht man Zughilfen. Ach so, und einen Gürtel benutze ich eigentlich auch gar nicht, nie. Hab auch, glaube ich, nie einen gehabt. Dann kommt auch schon Beinbeuger liegend, weil Beinbeuger sitzend besetzt gewesen ist. Ich persönlich mache den Sitzen
Sitzenden extrem gerne, aber der Liegende hat ebenfalls seine Vorzüge. Beim Beinbeuger liegen darauf achtet, dass eure Hüfte unten bleibt, sodass ihr eine gute Position habt, eure Wade zum Beinbeuger zu bringen, um auch wirklich viel Kontraktion aufzubauen und den Stretch wirklich kontrolliert mitzunehmen. Ebenfalls lehne ich mich hier leicht mit dem Oberkörper nach vorne, nach oben, damit ich wirklich diese Position im Oberkörper halten kann, damit dieser ganze Druck einfach auf den Burger kommt. Und auch wenn ich den Beinbeuger sitzen präferiere, habe ich den Beinbeuger liegend hauptsächlich gemacht. Also RDLs und der Beinbeuger liegend sind somit unter die beiden Gründe, warum ich einen großen Beinbeuger aufbauen konnte. Und ja, ich habe eine gute Quadrizeps-Kinetik. Der Quadrizeps, der läuft relativ gut schon immer. Aber der Beinbeuger, der blieb fast schon in einem Verhältnis so weit zurück, dass ich wirklich intensiv daran arbeiten musste und ich auch wirklich sagen kann, dass diese beiden Übungen sehr viel gebracht haben. Und gleich kommen wir auch zur letzten Übung und ich habe früher eine Übung dazwischen gepackt, die ich heute nicht mehr mache, von der ich aber sehr, sehr viel halte. Und zwar Ausfallschritte oder Bulgarian Split Squats. Ich habe die früher regelmäßig ausgeführt, vor allem in meiner Anfangszeit und sie haben einfach extrem viel Regeneration geraubt, sagen wir es mal so. Aktuell mache ich sie seltener. Ich würde sie auch nicht als festen Bestandteil meiner Routine sehen, aber sie waren wirklich immer sehr, sehr gut. Aber als ich sie aus meinem Plan rausgeholt habe und vielleicht ein Jahr lang nicht gemacht habe, hat das keine Veränderung gebracht. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte einfach jahrelang Ausfallschritte weitergemacht mit dem Wissen, dass es nichts geändert hat. Deswegen sollte man ab und zu immer hinterfragen, ob das, was man tut, eigentlich zu viel oder zu wenig ist. Die letzte Übung aber, Wadenheben im Stehen. Eine meiner Lieblingsübungen für die Waden überhaupt. Und bei der Übung ist die Dehnung am allerwichtigsten. Das bedeutet, ihr müsst Flexibilität aufbauen in eurer Achillessehne und wirklich mit eurer Ferse so tief runter wie möglich. Die Kontraktion ist semi-wichtig. Ich mache sie gerne, vor allem in den ersten Wiederholungen, einfach weil das nochmal ein bisschen Blut in die Muskulatur bringt. Aber wenn es so Richtung Versagen geht, dann reicht mir ebenfalls die Bewegung von gedehnter Position bis zur aufrechten und vielleicht ein bisschen rüber und damit kann man wirklich hohe Lasten bewegen und auch wirklich eine sehr, sehr stabile Wade aufbauen. Und ja, auch hier sind es wieder 3 Sätze, 6 bis 10 Wiederholungen. Das ist für mich einfach eine sehr, sehr coole Rep-Range, weil man wirklich viel Gewicht bewegen kann, aber auch etwas weniger und mehr Reps machen eigentlich in meinen Augen mehr müde, aber sind trotzdem sehr, sehr gut zum Muskeln aufbauen. Ihr wisst, alles zwischen 20 und 30 Wiederholungen baut sogar noch Muskeln auf. Deswegen kommt es darauf an, dass man es auch erstmal können muss, in dieser Wiederholungsanzahl ins Versagen zu trainieren. Somit können wir ein kleines Häkchen setzen für den 4er-Split. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr konntet viele Tipps damit rausnehmen und ich danke euch natürlich fürs Zuschauen, für den Support und natürlich freue ich mich auch aufs nächste Video. Denkt dran, mit Code ALG unterstützt ihr den Kanal beim Wachstum, unterstützt mich und spart eine Menge Geld. Also bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut.